Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schwarze Edition. Was wollten die denn da hier vor mir? Ja, beim letzten Mal haben wir Somniam befreit. Genau, in der Traumbrache. Und jetzt geht's endlich weiter in die nächste Route. Richtung nächste Ortschaft. So, hier, Route 3. Ne, da können wir jetzt endlich hin. Außerdem sieht mein Team wie folgt aus. So. Hetza. Haben wir mal ein bisschen hochgeboostet, ne? Bisschen hochtrainiert. 14, 16, 15, 15 und 14. Genau. So schaut es aus. Jetzt schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Na, Route 3, ja. Klar. So, was ist hier? Ah, die Pokémon-Pension. Hier sind die Pokémon in guten Händen. Jetzt schon die Pension, ne? Das ist voll faszinierend. Eigentlich direkt nach der ersten Stadt schon direkt die Pension. Sehr außergewöhnlich hier alles. Hin und wieder lässt man mich mit dem Pokémon spielen. Ja, das ist doch süß. Das ist doch gut so. So, hallo, hallo. Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension abgeholt. Es hat neue Attacken gelernt, seit ich es dort abgegeben habe. Man muss aufpassen, denn Pokémon können höchstens 4 Attacken erlernen. Ja, das stimmt. Ich bin die Pensionsleiterin. Wir ziehen Pokémon für dich auf. Na, sollen wir... Nee, danke. Super interessant. Man kann also eigentlich jetzt schon das Züchten anfangen. So früh, ne? Das ist voll interessant. Was ist hier alles? Das sieht ja aus wie... Oh, okay. Irgendwie ein Kindergarten oder so eine Vorschule oder so. Solange ich von lachenden Kindern und Pokémon umgeben bin, kann mir so schnell keiner was anhaben. Okay. Okay. Die Erzieherin. Aha, ja, aha. Interessant, ja. Ein Yorklef. Los, Ottero. Let's go. So. Genau, wir können jetzt Energiefokus, glaube ich, auch. Das ist, glaube ich, jetzt neu. Ach, scheiße, ich sehe gerade meine Batterieanzeige, dass die ja fast leer ist. Egal, es geht schon ein bisschen. So, und los geht's hier. Aquaknarre. Okay. Deckelattacke. Dass es überlebt hat, gell? Das ist schon wieder so nervig, ey. So. Somniam, super interessant. Jetzt sehen wir das mal so richtig in Action, was wir da letztens befreit haben. So schaut das aus. Wie so ein kleines Schweinchen. Nee, das ist aber, glaube ich, einem Tapir nachempfunden. Glaube ich. So. Was war das gerade für eine Attacke? Sowas wie ein Schutzschild? Was war das gerade? Oh nein, Gainer. Ja klar, das kann Gainer. Ist ja so ein... Hat ja mit Schlaf zu tun, das Pokémon und so. Ja, Fililu, klar. Ist ja ein Psycho-Pokémon, Somniam. Ich müsste ja hier eine Unlichtattacke haben. Ja, ganz genau. Das hat erstmal gar keine Wirkung. Genau, ich habe jetzt nämlich Verfolgung drauf. Und dann ist hier Schluss mit lustig. Nice. Wieder schauen reingehauen, nicht wahr? Sehr gut, genau. Dankeschön. Supergeil. Alles klar. Um dem anderen seine Gefühle mitzuteilen, muss man ihm in die Augen sehen. Das gilt für Menschen wie für Pokémon. Voll süß, der kleine Spielplatz hier. Tragen die alle Helme? Weil es gefährlich auf dem Spielplatz ist, oder was? Oh, guck, wir hinterlassen hier ein bisschen Fußabdrücke. Hier ist doch bestimmt irgendwie was drin in dem Sandkasten, oder nicht? Erzähl mir nix. Echt jetzt? Okay. Das ist ja ungewöhnlich. Hallo? Mal sehen, wie du dich gegen den Überschall schlägst. Nimm das! Was? Ey, die kämpfen.
Wieso dürfen die schon Pokémon haben? Die sind noch gar nicht 10. Das ist Vegimak. Hoi. Jetzt sind wir den anderen Affen. So, ja, das ist jetzt natürlich nicht so gut. Na gut, Affe gegen Affe, oder? Komm zurück, du bist drin, Grimmage, ja, ja. So schaut's aus, ja, jetzt sag Kratzer, okay. Gut, ein Eschon, bitte. Oh Mann, es hat überlebt. Und Kratzer. Zack. Warum hat er ein Pokémon? Mutter Hyperstreitlein, fragst du uns mein Pokémon noch zu hoch? Ich kenne mich mit Pokémon nicht gut aus. Hauptsache, die Attacken sind starke. Oh je. Ah ja. Ja gut. Mhm. Erinnert mich an... Man kann hier hochlaufen. Das ist ja super lustig. An die Anfänge, ne? Wenn man sich nicht so mit Pokémon auskennt, Hauptsache die Attacken sind stark, ne? Ja. Schade, dass man nicht wirklich runterrutscht. Hier in dieser Tagesstätte ist der Pokémon-Kampf sehr beliebt. Wenn du dich in den Garten begibst, wirst du sicher herausgefordert. Faszinierend, ja. Hallo, hallo? Das ist ja... Aha, okay. Oh, dein Pokémon-Team. Das sieht ja gar nicht gut aus. Lass es hier eine Weile ausruhen. Oh, man... Wir können uns hier heilen? Das ist ja lieb. Hast du schon vom Doppelkampf gehört? Ja, ja. Wie ich sehe, trägst du ja bereits einen Arena-Orden. Dann weißt du gewiss auch, was das Besondere am Doppelkampf ist, oder? Die Trainer lassen hier zwei Pokémon zum Kampf antreten. Doppelt hält besser. Das erinnert mich an was. In Schwarz und Weiß gibt es sogar eine weitere Mechanik. Es gibt hier nicht nur Doppelkämpfe. Die wurden hier in Schwarz und Weiß eingeführt. Nämlich die Dreierkämpfe. Und Reihumkampf, glaube ich auch sogar. Einmalig für Gen 5. Ja, gab es eigentlich danach auch nicht mehr wirklich. Nee. Wow, folge ich ihm, weil er wegläuft oder läuft er weg, weil ich ihm folge? Oh je. Ich bin übrigens die Tochter des Ehepaars, das die Pokémon-Pension nebenan führt. Ja, ganz recht. Bei uns packt die ganze Familie mit an, um den Laden hier zu schmeißen. Das ist eine wunderbare Arbeit, ganz gleich, ob es um die Erziehung von Pokémon oder Menschen geht. Ach, das ist ja süß. Die ganze Familie hat sich dem gewidmet. Ein Teil leitet halt Erziehung von Pokémon und die anderen von Menschen oder so. Das ist ja süß. Das ist eigentlich cool. So, ach so, die anderen wollen wahrscheinlich auch kämpfen, hier die beiden. Komm, Trainer, du wirst jetzt gegen mich kämpfen. Nur gegen dich? Kein Doppelkampf? Ja, schade eigentlich. Vorschülerin Jadwiga, was ist das für ein Name? Grimmage, ach, das ist ja lustig. Die haben hier alle die Affen. Okay, pass auf, Aquaknarre. Jawollo. Hey, vielleicht bekommen wir ja schon hier die Weiterentwicklung von Otero, bevor wir in Strauter City sind. Das kann, glaube ich, sogar wirklich durchaus passieren. Vielleicht vom Rest des Teams genauso. Gucken wir mal. Oh, schön, Trainer, es war einfach noch zu stark für mein Team. Ja und? Du hast mich herausgefordert. Hey, Trainer, komm, lass uns kämpfen. Natürlich, ich brauche das Training hier. Dafür bin ich da, um kleine Kinder in den Boden zu stampfen. Und da ist der dritte Affe, genau. Das ist ja auch eine süße Idee. So. Okay, du bekommst sowieso gleich dein Level ab. Das ist ganz gut. Ah, Pflanzen-Pokémon oder Elektro-Pokémon fehlen auf jeden Fall noch, gell? So, ja, was machen wir denn jetzt hier? Ja, Yorklef oder so, keine Ahnung, ja. Passt schon, gell? So. Dies ist unfair. Nee, ist es nicht. Biss. Ja, spüre meine Macht.
Zerfleisch diesen Affen. Level 15. 40 Dollar, voll süß. Ey, ich zwack den Kiddies 40 Dollar ab. Das ist eigentlich auch krass, wenn man so überlegt. So, jetzt, die kämpfen doch bestimmt hier. Wir werden mit vereinten Kräften alles geben, also pass gut auf. 1 plus 1 macht zusammen 2. Nee. Das macht 5. So, Eva und Ute. Ja, Mann, Doppelkampf, freue ich mich. Ich liebe Doppelkämpfe. Okay, let's go. Der erste Doppelkampf. Okay, Aquaknarre. Und... Zuschuss. Okay. So geht's auch. Zuschuss ist sehr riskant in einem Doppelkampf. Kann ja auch irgendein Schmarrn rauskommen, was mich trifft, theoretisch, gell? Okay, Zuschuss, los geht's. Also mein Partner halt. So, ah ja, Routenschlag, ja gut. Okay. Find's interessant, dass man beim Zuschuss nicht anwählen kann, auf wen das gehen soll, ne? Passiert halt irgendwas. Weil hier, wenn ich jetzt Aquaknarre drücke, dann kann ich ja sagen, auf wen. Selbst auf mich selbst. Aber bei Zuschuss gar nicht. Ausschließlich ich selbst. Und das macht es tatsächlich ein bisschen gefährlich im Doppelkampf. Und das finde ich wirklich sehr interessant. Ich glaube, ich habe noch nie Zuschuss in einem Doppelkampf angewandt. So. Gut, das war unser erster erfolgreicher Doppelkampf. Dann geht's jetzt weiter. Was mögt ihr lieber, Einzelkämpfe oder Doppelkämpfe? Was zum... Sharon? Aurora, warte! Lass uns testen, wer von uns beiden Trägern des Triordens stärker ist. Ist das dein Ernst? Jetzt gibt's auch noch einen Rivalenkampf. Ernsthaft? Na schön. Oh, die kommen so aus dem Nichts reingestolpert, gell? Man ist da gar nicht vorbereitet drauf. Es könnte noch richtig gefährlich werden in der Zukunft. Man ist ja überhaupt nicht darauf gefasst. Na gut, ja, so war das halt damals in den Pokégames. Aber hier weiß ich es halt auch gar nicht mehr. In den alten weiß ich wenigstens, wann der Rivale auf mich wartet. Aber hier, beziehungsweise oft siehst du ihn halt auch stehen. Wenn ich an Rubin, Saphir, Smaragd zurückdenke, da siehst du deinen Rivalen. Du kannst dich darauf vorbereiten. Ah, okay, jetzt gibt's gleich einen Rivalenkampf. Hier, in Schwarz und Weiß, stolpern die wirklich legit in dich rein. Das ist gar nicht gut. So. Aber das ist ja hier jetzt kein Problem. Oh, ist es verbrannt? Was? Was stand da? Ach, ich habe seine Beere verbrannt, gell? Cool. Deine Attacken sitzen nach wie vor. Ja, was denkst du? Natürlich. Hallo? Ich hab einen Orden und ich bin schon Level 15. Oh, ein KP. Rankenhieb, so, so. Ja. Hier kommt Kratzer. Ganz genau. Okay. Und ein Felidu. Alles klar. Otero wieder. Let's fetz. So, das ist schon 15,5. Entwickelt sich ja auch bald dann schon, ne? Zuschuss. Oh, da kann was Böses rauskommen. Oh nein, das ist böse. Ach, boah, Gott sei Dank. So, einfach, ne? Okay. Energiefokus. Vielleicht kriegen wir einen Volltreffer oder so. Wickel. Auch interessant. Hm. Jetzt kann ich das Pokémon nicht mehr tauschen.
Aber es macht ja nichts. So, Ackerknarre. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Kann sein, dass Energiefokus eigentlich nur für physische Attacken Volltrefferchance erhöht? Weiß nicht. Jetzt hör doch auf, mich zu umwickeln. Tackle. Oh. Das ist ein richtig frecher Move jetzt. Wickel und Sandwirbel, das ist eine echt miese Kombo. Ha! Oh nee, wegen einem Sandwirbel schon? Oh oh. Schon wieder Wickel. Ah. Ja, jetzt habe ich dich. Puh, war ein krasser Kampf. Wieso nur? Da haben wir gleich viele Orden. Tja, Thaddeus. Verstehe, so kämpfst du also. Aus dem Weg, weg da! Hä? Was war das denn jetzt? Bell, warum rennst du denn so? Sag mal, wo sind denn diese Typen eben hingelaufen? Die sind dort lang, aber... Nun sag schon, warum seid ihr so in Eile? Oh, schon weg. Die haben sich aber schnell verkrümelt. Was wird nun aus meinem Pokémon? Mach dir doch keine Sorgen. Alles wird gut, also wein bitte nicht. Sag schon, Bell, warum seid ihr eben so gelaufen? Dann halt dich mal gut fest. Diese Typen von eben haben dem Mädchen hier sein Pokémon weggenommen. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Na los, Aurora, wir holen das Pokémon zurück. Bell, du bleibst hier bei dem Mädchen. Oh mein Gott, wie frech. Ja, Team Plasma, ne? Aber Moment, kann ich jetzt aber schon zurück, oder? Ja, Gott sei Dank. Weil, Pokémon heilen wäre ganz cool. So. Dongi. Subor. Okay. So, dann helfen wir denen mal, ne? Das geht ja so nicht. Wieso stehen den Leuten bloß ihre Pokémon? Weil sie doof sind. Was ist nun? Ich bitte dich auch, Aurora, nimm diesem Team Plasma das Pokémon wieder ab. Ja, schon klar. Ja, wie? Ich darf nicht da runter? Was soll das? Okay, dann gehen wir halt nach links. Oh mein Gott. Ah, sie sind wohl in die Höhle gerannt. Okay. Ich geh jetzt aber erstmal hier lang. Oh, dein Team macht aber einen sehr guten Eindruck. Zeig mir, wie du es trainiert hast. Natürlich. Pokémon-Züchter. Odile? Odile. Weiß nicht. Nagelotz. Aha. Aquaknarre. Irgendwie sind wir noch nicht so stark. Wird sich bald ändern. Und ein Yorkliff, weiterkämpfen. Tackle. War das ein Volltreffer? Tackle. Ciao. Und Level 16. Jawoll. Aha. Dusselgur, hey! Mal was Neues. Ich glaube, bei Grillmark, allgemein bei den Affen, ist es glaube ich so, man braucht den jeweiligen Stein, damit die sich weiterentwickeln. Also, bei Grillmark bräuchte ich glaube ich einen Feuerstein, wenn ich mich nicht ganz irre. So, das ist eine süße Taube, aber... Du müssen wir auch einäschern. Das ist so. Jetzt gibt's Taubenbraten. Aber weiß ich nicht, ob ich sowas essen würde. So. Ende. Jetzt bin ich gespannt.
Verdammt! Hier gibt dies einem Pokémon, das du besonders wertschätzt. Eine Sinelbeere, schön. Wenn man mit einem Pokémon durch dick und dünn geht, wird es eine ganz natürliche Beziehung zu dir aufbauen und dich genau verstehen. Hab gehofft, Otto entwickelt sich schon. Dauert also noch ein bisschen. Aha! Okay, das wäre jetzt ein gutes Flug-Pokémon, nicht wahr? Aber ich weiß nicht. Zu was wird das ein Fuzzersnob, glaube ich, oder? Naja, keine Ahnung, ich fang's mal. Was wir haben, das haben wir. Let's go. Yeah. Na. Okay, und ich glaube, die können verschieden aussehen, wenn sie weiblich oder männlich sind, glaube ich auch. Ich weiß nicht mehr genau. Gewöhnlich hört es zwar auf das, was dein Trainer sagt, doch manchmal kommt es mit komplizierten Befehlen nicht klar. Achso, ja gut. Mhm. Was hier? Schutz. Auch gut. Und noch ein wildes Pokémon. Nochmal Dusselgur. Jetzt in männlich. So. Okay. Und sogar Level 8. Aquaknarre. Oh, Windstoß. Kann das meins auch schon? Level 9 sind wir ja, das ist noch viel besser. Windstoß, Heiler, sind wir. Okay, cool. Tackle. So, ihr Lieben, das war's dann auch schon für diese Folge Pokémon Schwarze Edition. Und das nächste Mal gehen wir natürlich sofort in die Höhle und befreien das arme Pokémon, was hier dem Mädchen geklaut wurde, ganz klar. Ich gehe jetzt erstmal nochmal kurz heilen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein paar Kommis und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Danke, tschüss. Euer Gecko, bis bald.